Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute wird es, glaube ich, sehr extrem laut. Wir haben euch was Cooles bestellt, nämlich einen Fake-FMF, den wir jetzt mal testen werden. Also ich habe keine Ahnung, ob der drauf passt. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Ich habe den bestellt, der hat jetzt 130 Euro gekostet. Ist vielleicht eine ganz geile Alternative. Wir werden heute auf jeden Fall gucken, ob der Klang geil ist. Genau, und dann würde ich sagen, packen wir das Ding mal aus. Falls jemand fragt, wo ich den her habe, den habe ich von AliExpress bestellt. Der hatte eigentlich nur 100 Euro gekostet, aber ich musste Versand bezahlen von ungefähr 40 Euro. Von der Lieferung her geht es relativ schnell. Also ich hatte 2 Wochen ungefähr gewartet. Sieht auch gar nicht mal so billo verpackt aus. Also ich habe noch nie bei AliExpress bestellt und dachte mir halt, dass das nicht so gut ist hier. Aber das sieht schon ganz gut aus hier, was wir haben. Hier haben wir einmal die Halterung, die natürlich genietet werden muss. Da muss ich mir gleich überhaupt erstmal angucken, wie man nietet. Ich habe auch nie genietet. Weißt du, wie man nietet? Nein. Super. Ist auf jeden Fall schon mal gut. Also es müsste die perfekte Halterung dafür sein. Ist alles Alu. Und jetzt kommen wir natürlich zum wichtigsten Stück. Das ist der Auspuff selber. Der wiegt schon ordentlich was. Hier haben wir auch noch irgendwie ein paar Federn. Das nachher zu befestigen, machen wir gleich auf. Also Verpackung, muss ich sagen, ist auf jeden Fall geil. Geil gemacht. Da könnte nichts zerkratzen. Und jetzt hier. Zack. Oh. Das sieht doch mal gut aus. Ich glaube, da müssten auch gleich ein paar Sticker dabei sein. Hier steht auch FMF drauf. Und hier kommt gleich noch so ein Sticker drauf. Gucken wir gleich mal. Alter. Heftig. Was sagst du so zum ersten Eindruck? Ich finde es voll krass. Es sieht richtig geil aus. Sieht gut aus, ne? Ja. Das sah auf den Videos so, auf den Fotos und Videos so grau aus, aber es ist halt echt schon schwarz. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Perfekt. Und hier sind schon mal die Sticker, die nachher drauf kommen. Obwohl wir da natürlich eigentlich mal ein paar Sticker bräuchten, die der Farbe gerecht werden. Also ein paar Neongelbe davon kann man sich ja machen lassen. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Es gab den schwarzen auch leider nicht mit Carbonkappe, was ein bisschen blöd ist, aber man könnte es, glaube ich, im Notfall auch Pulver beschichten lassen. Und ich sehe gerade, hier ist ein DB-Killer drin. Den müssen wir natürlich nachher auch noch rausnehmen, ne? So, dann schrauben wir mal den alten Auspuff hier raus. So, dann haben wir die eine Schraube hier raus. So, die 2 Halterungen haben wir hier schon mal raus. So, die Feder ist auch raus. Und ab ist das Ding. So, jetzt müssen wir natürlich mit dem neuen mal gucken, ob der Adapter passt. Aber ich glaube, es könnte gut aussehen. Lass uns den einfach mal draufstecken hier. Scheiße, wir brauchen einen Adapter-Dings hierfür. So Leute, hier war so ein Adapter drauf, den müsst ihr abmachen. Was mir nur gerade eingefallen ist, der Adapter könnte perfekt auf die Fantic passen. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendeine Idee hinkriegen. Aber der muss auf jeden Fall ab für die Husqvarna. Und wir haben jetzt kein Vorher-Nachher-Video gemacht. Das heißt, wir müssen ein altes Video von dem Sound einblenden. Der ist aber nicht so laut. Das heißt, wir stecken den hier erstmal rein und machen die Kiste dann mal an. Und danach können wir ja die Nieten hier dran befestigen. Das heißt, den FMF einfach hier rein. Okay, wir haben leider keine Nietenzange da. Das heißt, aber die Halterung würde hier passen. Das müssen wir nur gleich hier festnieten. Aber ich finde, die Optik sieht schon mal geil aus. Also kann man nichts sagen, finde ich. Und wir machen das Ding jetzt einfach mal an, weil ich Bock drauf habe. Wir haben hier eine Feder reingemacht, damit es nicht rausfliegt. Wir machen es jetzt einmal an mit DB-Killer. Da bin ich richtig hyped und einmal ohne. Und danach befestigen wir den Auspuff richtig. Okay, seid ihr ready, Leute? Scheiße! Okay Leute, also es scheppert schon ordentlich in den Ohren mit DB-Killer. Ich würde sagen, Fabienne, sollen wir mal ohne DB-Killer probieren? Ja, lass uns perfekt. So Leute, von außen kriegt man den schlecht raus. Dann nehmt ihr euch einfach so ein Stück hier. Zack, und dann habt ihr den Kaffeesieb auch endlich weg. Ich weiß auch nicht, warum die den Kaffeesieb damit reinpacken, aber so Leute, schaut euch das mal an. Da kann ich jetzt durchgucken. Und ich denke, da wird jetzt ordentlich Druck rauskommen. Also nochmal rein hier. So, Zange ist drin. Oh, jetzt schauen wir mal, was hier abgeht, ne, Leute. Oh Mann, ey. So. Könnt ihr
Also das ist mein Auspuff. Also wenn man nur den Originalen gewohnt ist, ist das schon eine andere Herausforderung. Das ist doch geisteskrank. Also ich glaube, ich würde sagen, ich hole mir jetzt schnell eine Nietenzange. Das kriegen wir hin. Und dann ballern wir das Ding fest. So Leute, wir haben jetzt die Halterung hier genietet. Die ist jetzt fertig. Ich finde, es sieht auch gut aus. Mit schwarzen Nieten haben wir das gemacht. Jetzt können wir das Ganze hier richtig befestigen. Das heißt, hier wieder reingesteckt. So, eine Schraube hier rein. So, ist das ganze Ding hier auch fest. Das heißt, hier unten kommt nur noch eine kleine Klammer rein. Zack. Fertig. Und wir sind bereit zum Fahren. So, ich habe mich jetzt umgezogen, wie man sehen kann. Und jetzt würde ich sagen, testen wir das Ganze mal draußen. So Leute, das war's mit dem Video. Also mein Fazit an der Sache, also für 130 Euro macht man auf jeden Fall nichts falsch. Ich finde, der sieht auch gut aus. Wir haben jetzt den Sticker nicht drauf gemacht, der ist jetzt ein bisschen dreckig. Ich finde, der sieht auf jeden Fall gut aus. Ich glaube, ich würde ihn nicht mehr ohne DB-Killer fahren, weil ich schon so ein bisschen... Kennt ihr das, wenn ihr im Club seid und ihr hört nicht mehr so viel? Das habe ich jetzt durch den Auspuff. Also ich glaube, ich würde den DB-Killer wieder reinnehmen. Aber sonst, ich würde es gerne mal gegen den richtigen FMF testen. Da könnten wir auch nochmal ein Video zu drehen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like da für die ganze Mühe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.